Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es um ein relativ spektakuläres Interview mit Alice Weidel bei Phoenix am Rande des AfD-Parteitags. Der Moderator lässt es am Anfang langsam angehen, aber steigert das negative Framing gegen die AfD immer mehr, so dass Alice Weidel am Ende entnervt abbricht. Vielleicht noch eine Frage zu dem, was gerade hier läuft auf dem Parteitag, Sozialpolitik. Da ist sich die AfD ja auch nicht einig. Soll es eher in die Wirtschaftsliberale, mehr in die sozialpatriotische, ja, nennen Sie es, oder andere sagen sozialnationalistische Richtung gehen? Wird es da eine, was wird für es eine da, Richtung? Das ist eine, ein Zitat aus einem Presseartikel. Sozialnationalistische statt sozial. Aber das meinen Sie jetzt wirklich nicht ernst? Nein, das ist ein Zitat. Manche sagen, das sei ihrer politischen Gegner, das sei sozialnationalistisch, was man da sagt. Was, aber das können was Sie sich doch nicht zu eigen machen. Also, ich habe es zitiert. Ich habe es mir nicht zu eigen gemacht und ich habe es zitiert. In welche Richtung soll es denn gehen? Was wird sich durchsetzen auf diesem Parteitag? Welche Richtung? Also ich gehe davon aus, dass Sie, ganz, ganz ehrlich, also so eine Art der Fragestellung, auch wenn Sie es nur zitieren, die lehne ich ab. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, das, was Sie hier gerade mich gefragt haben, ob hier etwas nationalsozial oder nationalsozialistisch ist, das ist eine Unverschämtheit. Und ich glaube eben auch, dass Sie überhaupt gar nicht unseren Leitantrag gelesen haben, der sich mit dieser Sozialpolitik beschäftigt. Es ist ein Kompromiss zwischen einem Mischsystem in der Sozialpolitik, zwischen Umlagefinanzierung, Kapitaldeckung und wirklich, diese Fragestellung halte ich für unseriös und ich unterhalte mich gerne ein anderes Mal mit Ihnen weiter. Liegt es denn vielleicht daran, dass manche dieser Sozialleistungen nur deutsche Staatsbürger kriegen sollen? Ich schätze Sie normalerweise. Ich halte das für unseriös. Die Art der Fragestellung, wie Sie mir gerade gefragt, das kann wirklich nicht. Das ist ein Zitat aus einem Zeitungsartikel. Nationalsozialistisch. Habe ich nicht gesagt, sondern sozialnationalistisch war etwas anderes. Gut, dann hat Frau Weidel jetzt denn das Interview mit Phoenix früher verlassen. Im Folgenden die nähere Betrachtung des zweiten Interviewteils Stück für Stück. Die Betrachtung des ersten Stücks will den Rahmen eines Videos sprengen. Der Link dazu ist in der Beschreibung. Ich frage mich, was das für eine undemokratische Praxis ist. Und diese Praxis, die prangere ich an. Persönlich, ich halte das für zutiefst undemokratisch, wie hier der Bundestag fast auf Null gesetzt wird. Und das kritisiert auch unsere Fraktion. Das haben Sie aber nicht exklusiv im Bundestag. Auch die FDP, die Linke und die Bündnisgrünen haben das ja schon kritisiert. Dass das Parlament da zu wenig reinkommt. Der Moderator unterbricht hier, um durch einen Trick einen Fehleindruck zu erzeugen. Er sagt den wahren Satz, die anderen hätten auch für das Infektionsschutzgesetz gestimmt. Aber faktisch war es so, dass die AfD vor den anderen sich eindeutig gegen die Maßnahmen positioniert hat und das Handeln der Regierung kritisiert hat. Die FDP hat da nur sehr zaghaft nachgezogen. Indem der Moderator nur diesen Satz sagt, das aber weglässt, suggeriert er dem Zuschauer, die AfD hätte in dem Punkt kein Alleinstellungsmerkmal, hätte sozusagen keinen Verdienst erworben. Nur aus diesem Zweck der Täuschung des Zuschauers unterbricht er hier Weidel, um die AfD schlecht machen zu können. Das ist nur ein kleines Beispiel, ein scheinbar harmloses Beispiel, aber es ist ein Beispiel von unzählig vielen. Ich möchte gerne nochmal auf das Thema Wortwahl in der AfD zurückkommen, denn dazu hat ja Jörg Meuthen etwas gesagt. Es gab ja da eine ganze Reihe von Äußerungen in den letzten Monaten und Jahren von Judaslohn über Vogelschiss oder Messermänner. Einer dieser Äußerungen stammte ja auch von Ihnen. Ein Verfassungsrechtler hat Ihnen ja, der der AfD ja offensichtlich nahesteht, ja trotzdem ans Herz gelegt, sich im Tonfall zu mäßigen, um eine Beobachtung durch den Verfassungsschutz zu vermeiden, den der AfD ja viele fürchten. Werden Sie sich denn, wird sich die Partei, wird sich die Fraktion da in den nächsten Monaten häufiger überlegen, was sie sagt, was einzelne Mitglieder von Partei und Fraktion da zum Besten geben in der Öffentlichkeit? Auffällig ist hier, dass die Frage scheinbar eine Ewigkeit dauert. Das ist kein Zufall. Mit Absicht streut der Moderator Fakten ein, die in der Presse schon tausendfach, zehntausendfach, millionenfach breitgetreten wurde. Das Vogelschiss-Zitat. Das Ziel ist es, das in Erinnerung zu rufen beim Zuschauer. Und dadurch, dass es erwähnt wird, wird es automatisch wichtig, wird es relevant. Je öfter etwas erwähnt wird und je mehr Leute es erwähnen, desto relevanter erscheint es, unterbewusst,
dem kann man sich gar nicht entziehen. So wird der Ruf der AfD ruiniert. So versucht dieser Moderator, den Ruf zu ruinieren, indem er das wieder wachruft. Jetzt könnte man sagen, das ist ja in Ordnung, wenn man das benennt, das ist ja nichts Falsches. Es ist eben sehr wohl Desinformation, weil es unverhältnismäßig ist, weil die anderen Parteien nicht in gleicher Weise behandelt werden. Beispiel ist der Vorfall bei den Linken, wo der Kreisparteitag gefilmt wurde und das durch die AfD an die Öffentlichkeit kam, weil das der AfD irgendwie zugespielt wurde. So war es, glaube ich. Jedenfalls war es so, dass dann Katja Kipping sich einmal rechtfertigen musste. Rieksinger hatte von der Erschießung 1% der Reichen, auf dem Parteitag wurde das erwähnt, und dann meinte Rieksinger, ja, man sollte sie einer nützlichen Arbeit zuführen. Bei der AfD wird ein Statement von Gauland, wo eindeutig ein zeitlicher Zug erkennbar ist, wird aus dem Kontext gerissen, absichtlich so schlecht interpretiert, wie man es nur interpretieren kann, und wird dauernd wiederholt. Das ist absolute Manipulation, weil es eine Realität erzeugt wird beim Zuschauer. Und dessen ist sich der Moderator ganz bewusst. Genauso desinformativ ist die Heranziehung dieses Zitats von Dietrich Mursiek, dass die AfD aufpassen muss wegen dem Verfassungsschutz. Weil der Moderator erwähnt nicht, dass unverhältnismäßig die AfD benachteiligt wird. Beispielsweise erkennbar an dem Vorfall mit Rebecca Sommer, wo sofort die Altparteien rufen, die AfD sollte man verbieten, man sollte ihnen keine Posten mehr geben, wegen einer Bagatelle, mehr oder weniger. Jedenfalls ist es offensichtlich, dass die Altparteien nach jedem Grashalm greifen, um die AfD zu benachteiligen, um sie zu zerstören. Und dass den Grünen oder den Linken, wenn sie Leute in den Bundestag bringen, das nicht der Fall ist. Oder generell die Grünen und die Linken sich viel mehr rausnehmen können und die Altparteien nicht versuchen, den Verfassungsschutz gegen sie zu hetzen. Man muss immer dran denken, der einzelne Zuschauer, der kennt die AfD nur aus den Medien. Und es gab mal einen guten Vergleich mit einem Kino, wo der Scheinwerfer nur in einen dunklen Kinosaal reinleuchtet und man sieht nur den hell beleuchteten Bereich. Und so leuchten die Medien die ganze Zeit auf einen Bereich, lassen den ganzen anderen Bereich unbeleuchtet. So kann man aus einem blauen Bild mit einem roten Punkt ein rotes Bild machen. Und genau das machen die Altmedien mit der AfD und das macht auch dieser Reporter hier. Wird sich die Fraktion da in den nächsten Monaten häufiger überlegen, was sie sagt, was einzelne Mitglieder von Partei und Fraktion da zum Besten geben in der Öffentlichkeit? Also wir machen das schon längst und darum habe ich auch das jetzt nochmal, dass in extenso zu kritisieren, habe ich einfach nicht verstanden. Wir tun das schon längst. Und wir stellen nicht ehemalige MPDler auf, wie das beispielsweise in manchen Ländern von der CDU praktiziert wird. Wir haben eine Unvereinbarkeitsliste, wo beispielsweise ehemalige MPDler nicht draufkommen können. Also sie können gar nicht in unsere Partei eintreten. Deswegen ist Andreas Kalbitz und aber auch aus der Partei geflogen, weil er das nicht angegeben hat, dass er in einer rechtsextremen Organisation Mitglied war. Aber wir reden jetzt hier nicht von der MPD. Also andere Parteien, Sie haben mir gerade eine Frage gestellt, ja, ich darf ja wohl antworten. Ja, bitte. Also, die AfD stellt keine MPDler auf, so wie es die CDU tut. Sobald der Moderator spürt, dass es alles Weidel gelingt, die AfD positiv darzustellen, grätscht er ihr wieder rein und bringt Andreas Kalbitz ins Spiel. Obwohl er es ja mit der NPD gar nichts zu tun hat. Der Zweck ist hier, wieder ein negatives Licht auf die AfD zu rücken, eine negative Verbindung herzustellen. Das erreicht man dadurch, indem Andreas Kalbitz man einen Angriffspunkt bei ihm ausgemacht hat mit der HDJ. Diesen bringt man jetzt groß hervor und verdirbt damit Andreas Kalbitz. Das heißt, der Andreas Kalbitz ist durch den Namen HDJ verdorben und mit dem Namen Andreas Kalbitz will man jetzt die AfD kaputt machen. Jetzt könnte man auch hier sagen, ja, es ist doch okay, ja, mit Andreas Kalbitz, das ist ja auch alles nicht ganz geklärt. Es ist aber auch hier so, dass es unverhältnismäßig bei der AfD gemacht wird, bei den anderen Parteien nicht. Bei den Grünen waren ganz viele führend in undemokratischen, kommunistischen Vereinigungen tätig. Es wird bei den Grünen nicht andauernd erwähnt. Es wird überhaupt nicht die Frage gestellt, ob Winfried Kretschmann Ministerpräsident in Baden-Württemberg sein kann. Es kommt vielleicht irgendwann mal die Frage auf, sodass die Medien alibihaft sagen können, ja, wir haben es doch auch mal auf den Tisch gebracht, wir haben das schon erwähnt. Aber dann sagt Winfried Kretschmann einmal, ja, ich habe keine Ahnung, was mich früher geritten hat. Und dann ist das Thema erledigt. Und dann wird es nie wiedergebracht. Oder ganz selten, steht nicht im Mittelpunkt. Dann kann Winfried Kretschmann und alle anderen können sich von ihrer besten menschlichen Seite präsentieren, mit der Familie. Und dann geht das vollkommen unter.
wohingegen die AfD nie die Gelegenheit hat, sich menschlich zu präsentieren und es immer wieder gebracht wird. Das ist Desinformation der schlimmsten Sorte, reine Manipulation, obwohl nicht gelogen wird. Einfach durch die Themenlenkung wird der Zuschauer manipuliert. Alles Weidel hätte das, was ich geschildert habe, dem Fernsehpublikum schildern können. Aber es ist natürlich so, ich im Nachhinein kann das in Ruhe angucken, dann fällt einem alles ein. Wenn man in der Situation ist, dann fällt einem das nicht sofort auf. Alles Weidel ist nicht gezwungen, die Fragen des Moderators zu beantworten. Sie kann die Unterstellungen, die in Fragen eingebaut sind, die manipulativen Tricks, jederzeit ans Tageslicht bringen, weil sie ja relevant sind. Das versteht der Zuschauer. Sie muss sich nicht an das Schema halten, das der Journalist ihr aufdrückt. Journalist. In dem Moment, wo der Journalist Journalist ist, hat er die Rolle einer moralischen Instanz. Dann ist er derjenige, der jemanden beurteilt, der auch wirksam framen kann. In dem Moment, wo Alice Weidel ihm diese Rolle entzieht, indem sie dem Zuschauer deutlich macht, du manipulierst hier, du bist nicht neutral, ist das Framing von diesem Menschen viel schwächer. Deswegen muss die AfD immer daran arbeiten, das Framing dieser Leute zu schwächen, damit den Dreck, den diese Leute schmeißen, nicht wirksam ist. Wenn die Leute den Medien nicht glauben, dann ist der Dreck, den diese Leute, sie probieren ja permanent den Ruf der AfD zu zerstören, mit allen Mitteln, dann wird das unwirksam. Aber erst dann. Solange der Frame erhalten bleibt, der Richterframe, die Bewerterrolle und alles Weidel sich fügt und die Fragen beantwortet und nicht die Manipulationstechniken aufgreift, wie sie es am Ende noch tun wird, solange kann sie die Frage egal wie beantworten. Es ist immer nachteilhaft für die AfD, weil ein Teil des Drecks bleibt kleben. Jedenfalls solange die Zuschauer den Altmedien vertrauen. Gut, vielleicht noch eine Frage zu dem, was gerade hier läuft auf dem Parteitag, Sozialpolitik. Da ist sich die AfD ja auch nicht einig, soll es eher in die Wirtschaftsliberale, mehr in die sozialpatriotische, ja, nennen Sie es, oder andere sagen sozialnationalistische Richtung gehen. Wird es da eine, was wird für es eine da, Richtung? Das ist eine, ein Zitat aus einem Presseartikel. Sozialnationalistische statt Der Moderator möchte hier die AfD vollkommen entstellen und blamieren. Deshalb bringt er diesen Begriff. Zum Glück lässt Alice Weidel das nicht durchgehen. Der Begriff sozialnationalistisch klingt natürlich absichtlich genauso wie nationalsozialistisch. Eigentlich ist es genau deckungsgleich. Es klingt auch genau gleich. Er sagt jetzt, er hätte nicht nationalsozialistisch gesagt, sondern er hätte das anders gesagt, was natürlich lächerlich ist. Es ist ganz wichtig und richtig, dass Alice Weidel jetzt hier auf diesen Begriff eingeht. Und der Vorteil ist, hier hat der Moderator sich besonders weit vorgewagt. Er hat hier zum großen Schlag ausgeholt. Aber umso größer der Schlag ist, zu dem er ausholt, umso größer ist das Risiko, den er eingeht. Weil hier kann natürlich das Alice Weidel perfekt auf den Tisch bringen. Es ist offensichtlich, dass hier ein Framing betrieben wird. Wirklich vollkommen leicht offensichtlich. Selbst bei kürzester Betrachtung. Sozialnationalistische statt sozial... Aber das meinen Sie jetzt wirklich nicht ernst? Nein, das ist ein Zitat. Manche sagen, das sei ihrer politischen Gegner, das sei sozialnationalistisch, was man da sagt. Aber das können Sie sich doch nicht zu eigen machen. Ich habe es zitiert. Indem Alice Weidel die Unterstellung aufgegriffen hat, die Entgleisung aufgegriffen hat, verkehrt sich ihre Wirkung ins Gegenteil. Sie wirkt nun negativ auf den Journalist, weil sie es in den Mittelpunkt rücken kann, und er als jemand dasteht, der so etwas nötig hat. Alice Weidel und überhaupt die AfD-Vertreter müssten in Interviews viel mehr auf solche kleinen, feinen Propagandamethoden achten und können sie sofort in den Mittelpunkt rücken. Das ist verständlich für den Zuschauer und nachvollziehbar. Und in dem Moment kann das Framing, das positive Framing der Altmedien, dass sie sich selbst verpassen, zerstört werden von dem Zuschauer. Und das muss Alice Weidel, das muss die AfD machen, wann immer es geht. Es ist natürlich eine Herausforderung, diese Attacken, diese Framing-Attacken zu erkennen und sie aufzudröseln. Und zwar auf eine Art und Weise, dass dann derjenige nicht mehr raus kann, keine Ausflucht mehr hat. Wenn man ins Leere greift und sozusagen man dann etwas aufgreift, wofür sich dann der Moderator entschuldigen kann, hat man wiederum selbst das Problem. Aber hier ist es so eindeutig, dass Alice Weidel ihn hier vollkommen festnageln kann.
Ich habe es mir nicht zu eigen gemacht, sondern ich habe es zitiert. In welche Richtung soll es denn gehen? Was wird sich durchsetzen auf diesem Parteitag? Welche Richtung? Also so eine Art der Fragestellung, auch wenn Sie es nur zitieren, die lehne ich ab. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, das, was Sie hier gerade mich gefragt haben, ob hier etwas nationalsozial oder nationalsozialistisch ist, das ist eine Unverschämtheit. Und ich glaube eben auch, dass Sie überhaupt gar nicht unseren Leitantrag gelesen haben, der sich mit dieser Sozialpolitik beschäftigt. Es ist ein Kompromiss zwischen einem Mischsystem in der Sozialpolitik, zwischen Umlagefinanzierung, Kapitaldeckung und wirklich, diese Fragestellung halte ich für unseriös und ich unterhalte mich gerne ein anderes Mal mit Ihnen weiter. Liegt es denn vielleicht daran, dass manche dieser Sozialleistungen nur deutsche Staatsbürger kriegen sollen? Ich schätze Sie normalerweise. Ich halte das für unseriös. Die Art der Fragestellung, wie Sie mir gerade gefragt, das kann wirklich nicht. Das ist ein Zitat aus einem Zeitungsartikel. Nationalsozialistisch. Habe ich nicht gesagt, sondern sozialnationalistisch war etwas anderes. Gut, dann hat Frau Weidel jetzt das Interview mit Phoenix früher verlassen. Das ist, glaube ich, nicht das erste Interview, das Alice Weidel führt und vorzeitig beendet. Wir wären aber schon fast am Ende gewesen. Indem Alice Weidel das Interview abgebrochen hat, setzt sie ein starkes Zeichen, dass erstens dieser Moderator sich eine Entgleisung erlaubt hat und dass sie sich auch damit nicht gemein macht, dass sie dieses Framing nicht im Ansatz akzeptiert, dass die AfD Nazi-ähnlich ist oder rechtsradikal ist. Das Problem dabei ist, dass Phoenix es ihr jetzt so auslegt, dass sie hysterisch ist und dass sie den Fragen davon rennt. Es war ja so, dass auch Phoenix dieses Endstatement hochgeladen hat, die letzten 2 Minuten des Interviews. Was wäre aus meiner Sicht noch besser gewesen? Sie hätte einfach das Interview weiterführen sollen. Aber sie ist jetzt die Interviewerin. Sie ist die Journalistin und sie geht jetzt nicht mehr von dem Thema weg. Das ist für den Zuschauer nachvollziehbar, weil sie kann deutlich machen, es ist hier eine Entgleisung passiert. Und sie kann jetzt eine Generalabrechnung mit diesem Mann machen, über die Berichterstattung der Altmedien. Kann das jetzt aufdröseln. Und der Vorteil ist, je länger es gesendet wird, desto mehr setzt es sich im Kopf des Zuschauers fest. Es gilt immer die gleiche Regel. Was wiederholt ist, was lange drankommt, das ist relevant. Und je länger dieses Thema gespielt wird, vor der Kamera, desto relevanter ist es für den Zuschauer. Das heißt, hier hätte Alice Weidel die Möglichkeit nutzen können, dass die Altmedien, den Frame der Altmedien massiv zu beschädigen. Und sie hätte es so weit treiben sollen, dass der Moderator das Interview abbricht, wie es damals der NTV-Moderator abgebrochen hat. Und dann wäre er es gewesen, der flieht, und dann wäre es für ihn noch peinlicher gewesen. Alice Weidel hätte hier ein großer Coup gelingen können. Aber das sagt sich im Nachhinein natürlich immer leicht. In der Situation zu handeln, ist nochmal etwas anderes. Und es war ja schon sehr geistesgegenwärtig von Alice Weidel, dass sie die Unterstellung aufgegriffen hat und sie in den Mittelpunkt gestellt hat, wie sie es schon öfter getan hat. Ein kleiner Fehler war es aus meiner Sicht, diesen Moderator zu loben. Das zeigt für mich, dass sie sich noch nicht genug mit der Arbeit von diesem Mann auseinandergesetzt hat. Er ist zwar in der Form umgänglich, aber wenn man sich das Interview genau anguckt, da sind überall diese Framing-Attacken verpackt. Und das ist nicht nur bei dem Interview mit Alice Weidel so, das ist mir in anderen Interviews auch schon aufgefallen. Trotzdem kann man am Ende sagen, dass es jedenfalls für mich eine Genugtuung ist, die Authentizität von Alice Weidel zu erleben. So ein Interview anzugucken bereitet Freude. Und leider war es in den letzten Monaten und Jahren eher selten eine Freude, so ein Interview anzugucken. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe. Macht's gut. Für die Spenden möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Auf dem Konto gegen die Strikes sind mittlerweile fast 800 Euro zusammengekommen. Das ist schon mal allein schon ein gutes Zeichen nach außen. Wenn die YouTube-Kontrolleure meine Videos gucken, dann sehen sie, aha, da ist ein Pool, da sind immerhin schon mal 800 Euro drin. Und ich möchte mich natürlich vor allem für die ganzen nicht zweckgebundenen Spenden bedanken, die Wertschätzung für meine Arbeit ausdrücken. Vielen Dank dafür. Diese Spenden helfen dabei, diesen Kanal am Leben zu erhalten, weil ich in Zukunft ein Einkommen damit erzielen muss mit dem Kanal, um diese Arbeit in der Intensität weiterzumachen. Macht's gut.